Ein langes Wolfsheulen weckte Selene. Sie richtete sich auf und fand sich in ihrem Zimmer im Tifus Naraya-Tempel wieder. Doch das sinnliche Rot der Einrichtung war zu einem bläulichen Grau verblasst. Mina war nicht da. Selene? Selene, bitte, du musst doch da sein. Bitte. Selene rappelte sich hoch und ging zu ihrem Fenster. Doch die Fensterläden waren verschlossen und ermöglichten durch kleine Löcher nur einen eingeschränkten Blick nach draußen. Der Mond schien hell und voll, und dort unten, zwei Etagen unter dem Fenster, stand Gareth und fror. Flehend starrte er hoch zu ihrem Fenster. Gareth! Selene, den Zwölfen sei Dank. Bitte, lass mich rein. Es ist so kalt. Tatsächlich spürte sie die beißende Kälte von draußen hineinkriechen. Warte kurz, Gareth. Selene begann, an den Fensterläden zu rütteln, doch sie rührten sich keinen Fleck, und alle Suche nach einem Öffnungsmechanismus war hoffnungslos. Bitte beeil dich, Selene. Ich erfriere noch. Ja, Gareth. Halte durch. Ich lasse mir schon was einfallen. Fluchend ließ Selene von dem Fenster ab und ging zur Tür, doch auch diese war verschlossen. Sie blickte sich um. Da war ihr Gepäck, und sie begann es zu durchsuchen. Doch außer ihre Kleider, die sie sich bei der Gelegenheit gleich überstreifte, fand sie nichts Hilfreiches. Bist du noch da, Selene? Oh Mann, es ist wirklich ziemlich kalt. Ihre Augen fielen auf Gareths Gepäck. An seinem Kraxengestell lehnte der schmuckvolle Magierstab. Und oben auf diesem hing ein Hut. Aber das war falsch. Er gehörte Yolanda und diese hatte den Hut mitgenommen, als sie verschwunden war. Aber egal, ob er nun hier sein durfte oder nicht, Selene wusste noch, dass dieser Hut etwas Besonderes war. Griff man in ihn hinein, konnte man Gegenstände aus ihm hervorziehen. Regelrecht herbeizaubern. Und vielleicht war ja etwas Hilfreiches für sie darin zu finden. Selene steckte eine Hand hinein und ertastete Haare. Erschrocken zog sie die Hand zurück, bevor sie einen zweiten Versuch startete und dieses Mal an den langen Haaren zog, so lange daran zerrte, bis aus dem Hut ein Kopf erschien. Yolandas Kopf. Entsetzt ließ Selene den Kopf los, hielt den Hut aber weiter fest. Verängstigt starrte sie Yolandas Kopf an, während diese zurückstarrte. Selene, was machst du hier? Das fragst du mich? Wir müssen reden. Ach ja? Schau mich nicht so böse an, aber lass uns lieber draußen reden. Er ist schon eingeschlafen. Was? Wovon redest du? Ja, es tut mir leid, dass ich ihn angelogen habe. Verwirrt sah Selene Yolandas Kopf an und wusste nicht so recht, was sie mit ihr anfangen sollte. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich weiß nicht mal, was du von mir willst. Bist du eifersüchtig? Selene starrte sie missmutig an. Sicher war sie von Anfang an ein wenig eifersüchtig auf Yolanda gewesen, aber das musste sie ja nicht wissen. Das ist nicht dein Ernst. Plötzlich begann Yolanda zu lachen. Du bist in Gareth verliebt? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist sehr ulkig. Ich muss sagen, mir wäre er zu anstrengend. Ich hätte ihn ja haben können, wenn ich gewollt hätte, aber Gareth ist sehr eigen, was seinen Sinn für Romantik. Genervt warf Selene den Hut achtlos beiseite und Yolandas Gelächter verstummte. Sie musste sich nun wirklich nicht auch noch von Yolanda auslachen lassen. Noch immer verstimmt, griff sie impulsiv nach einem Stuhl und begann, ihn so stark sie konnte, gegen die Fensterläden zu schlagen. Gareth war inzwischen fast verstummt und hatte aufgehört, laut nach ihr zu rufen. Zwei-, dreimal schlug sie aus, ohne ersichtlichen Erfolg, als plötzlich Fäuste gegen die Zimmertür prügelten. Selene, sei sofort ruhig oder ich schmeiß dein wertloses Hinterteil aus dem Fenster! Selene erstarrte, als die Stimme ihrer Meisterin durch die Tür drang. Ihr Herz begann panisch zu schlagen. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Sie ist nicht da. Sie kann nicht da sein. Mit einem tiefen Atemzug packte sie den Stuhl noch fester und schlug noch heftiger auf die Fensterläden ein. Selene, du kleines Biest! Noch ein Schlag. Bitte, irgendwann mussten doch diese Fensterläden nachgeben. Du treibst mich in den Wahnsinn! Warte nur, bis ich dich in die Finger kriege, Fräulein! Und noch ein Schlag. Und plötzlich flog die Tür auf und eine groteske, hässliche Version ihrer Meisterin stürmte auf sie zu, während Selene vor Schreck erstarrte.
Wie eine Furie packte Morganes Schreckgestalt sie an den Schultern und panisch begann Selene auf sie einzuschlagen. Blindlings, nach Luft ringend und in heilloser Panik, ließ sie auf magische Weise Krallen aus ihren Fingern sprießen und schlug ihrer alten Meisterin damit mitten ins Gesicht. Mit einem Mal war die Gestalt verschwunden und Selene glitt an der Wand herab. Wo war bloß Mina? Und wann erwachte sie endlich aus diesem furchtbaren Albtraum? Sie quälte sich zurück auf ihre Beine und taumelte aus der Tür, fand sich in einer verzerrten Version ihres Heimathauses wieder und lief die Treppe hinab. Und noch eine und eine weitere, viel mehr als sie eigentlich sein dürften, bis sie schließlich die Ausgangstür erreichte. Vorsichtig öffnete sie diese. Eine kalte, starke Böe schlug ihr entgegen. Sie warf einen Blick heraus, um die Ecke, und erblickte Gareth, wie er unbewegt dort unter ihrem Fenster stand. »Gareth«, rief sie ihm zu. »Gareth, jetzt komm schon her!« Doch Gareth reagierte nicht. »Gareth, jetzt mach schon!« Aber er reagierte nicht. Vorsichtig tat Selene einen Schritt nach draußen, nachdem sie die Tür blockiert hatte, damit sie hinter ihr zufiel. Hastig tapste sie zu Gareth herüber. »Gareth, komm!« Selene ergriff schnell seinen Arm, als im selben Moment ihr Blick auf sein Gesicht fiel und das Eis darauf im Licht des Madermals glitzerte. Sie ließ ihn los, doch schon begann das Eis zu springen. Und Gareth zerfiel in viele kleine Splitter aus purem, klirrendem Eis. Während sie bestürzt Gareths kalte Scherben betrachtete, lief ihr eine Träne über das Gesicht. Und als sie endlich aus dem Albtraum erwachte, riss diese eine Träne sie sofort in einen ganzen Bach voll kläglichem Schluchzen hinein. Hakwa erwachte, wieder mit einem gewaltigen Heißhunger, der ihr so stark auf den Magen schlug, dass ein stetiger Brechreiz sie verfolgte. Als sie polternd aufstand und hektisch nach etwas Essbarem suchte, weckte sie Selene. Ach, Hakwa, was ist denn mit dir los? Ich muss was essen. Wollen wir nicht lieber zusammen frühstücken? Nein, ich brauche jetzt was, mir ist schlecht. Selene sah sich das Spektakel an, während Hakwa begann, sich ihre letzten Vorräte an Trockenfleisch in den Mund zu schieben. Hakwa, wenn du dir den Magen verdorben hast, dann solltest du jetzt nichts essen, sondern lieber viel trinken. Es ist bisher immer besser geworden, wenn ich was gegessen habe. Wie lange ist dir jetzt schon so schlecht? Hakwa zuckte mit den Schultern und grübelte etwas. Und seit ein paar Tagen, manchmal sehr, manchmal gar nicht. Selene rappelte sich auf und ging zu ihr herüber, um ihre Temperatur zu fühlen. Sag mir Bescheid, wie es sich entwickelt. Das sollten wir lieber im Auge behalten. Selenes Blick fiel auf einen Rucksack, der neben Hakwas Schlaflager stand. Es war Jeromes Rucksack. Sie stand auf und ging herüber. Ein Brief lag oben auf. Was ist das? Ein Brief von Jerome. Selene entfaltete ihn und begann, ihn laut vorzulesen. Meine lieben Begleiter, ich muss euch leider aus dringenden Gründen verlassen. Ich danke euch für die Hilfe bezüglich meiner Belangen und zeige euch meine Gunst durch das Zurücklassen einiger meiner Kleider, die ihr verkaufen dürft, denn ich brauche sie nicht mehr. In höchster Achtung wünsche ich euch, dass Hesinde mit euch sei und euch mit ihrer Weisheit bei der Rettung eures Freundes Gareth unterstützt. Sie weise euch den Weg. Gezeichnet Jerome. Hakwa starrte Selene ungläubig an, ein angebissenes Stück Trockenfleisch in der Hand. Wie, Jerome ist weg? Das ist doch wohl nicht dem sein Ernst. Während Hakwa weiter über Jerome fluchte, begann Selene sich den Rucksack anzusehen und durchsuchte dessen Inhalt, bis ihr der Spiegel, eingewickelt in ein Seidenhemd, in die Hände fiel. Hakwa? Er hat den Spiegel dagelassen. Auch Hakwa verstummte. Warum denn das? Woher soll ich das wissen? Selene betrachtete den Spiegel eingiebig. Von der spiegelnden Fläche starrte ihr eigenes Gesicht zurück. Warum nur sollte Jerome diesen kostbaren Besitz zurücklassen und verschwinden? Das schien keinen Sinn zu ergeben. Selene, lass uns nicht so trödeln. Wenn wir schon mal diesen unfähigen Schwätzer los sind, dann können wir wenigstens schneller reisen, ohne dieses Gejammer. Selene packte den Spiegel sorgfältig zurück. Und bald schon sattelten sie wieder ihre Pferde und ritten los. Nach einer anderthalbtägigen Reise erreichten sie das kleine Dorf Rohrquell. Es bestand höchstens aus 2 Dutzend Häusern, doch auch in diesem kleinen, am Rande der Berge versteckten Dörfchen war der Einfluss der Orks sehr präsent.
Als Selene und Hakwa sich auf der Hauptstraße dem Dorf näherten, passierten sie zunächst den Boronanger, der geschmückt war mit Gräbern, die Selene wie ein unheilvolles Zeichen vorkamen. An einer alten, knorrigen Blutulme, wenige Schritt hinter dem Boron-Tempel, war ein Galgen aufgebaut. Ein orkisches, nicht besonders einladendes Zelt stand daneben. Zeichen aus getrocknetem Blut und blanke Knochen schmückten es. Selene war froh, als sie die zweite Brücke über den Rohr passiert hatten und den unheimlichen Ort des Todes hinter sich ließen. Sie suchten zunächst das große, hübsche Haus zur Schenke auf, bis ihnen schnell klar wurde, dass dieses lange nicht mehr die hiesige Taverne war, sondern scheinbar der Sitz des orkischen Oberhäuptlings Marduk Orkan. Und so wandten sie sich an ein deutlich kleineres Häuschen mit der Inschrift Neue Schenke, um sich dort Zimmer geben zu lassen. Die einzigen Besucher im Schankraum waren eine Handvoll Orks, und da Hakwa auf sie reagierte wie ein angriffslustiger Hund auf eine fauchende Katze, hielt Selene es für besser, sich nicht so lange im Schankraum aufzuhalten. Nach einigem, sicher nicht besonders unauffälligem Herumfragen, hatten sie schließlich erfahren, in welchem Haus diese Alvinia zu wohnen schien. Zumindest wenn sie denn daheim war. Doch weder der Wirt noch der torwalsche Rausschmeißer des Gasthauses konnten ihnen sagen, ob sie es denn gerade war. Gut, und was machen wir jetzt? Sie saßen auf ihrem Zimmer und sorgenvoll streichelte Selene Mina, während sie mit Hakwa versuchte, einen sinnvollen Plan zu erarbeiten. Wir gehen dort rein und holen Gareth zurück. Hakwa, selbst wenn Gareth da drin ist, ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird. Dennoch hatte Hakwa damit recht, dass sie nichts anderes tun konnten, als einfach hineinzustürmen und dann mit der Situation, die sie vorfanden, umzugehen. Zumindest zog Selene diese Schlussfolgerung für sich. Für Hakwa war das alles ganz einfach. Rein, Alvinia eins auf die Nase geben und Gareth rausziehen. Nur dass Hakwa bei ihrem Plan Hexen unterschätzte. Und das würde Selene sicherlich nicht tun. Als Selene sich schließlich vor Alvinias Hütte wiederfand, konnte sie nicht glauben, dass sie das wirklich tat. Die Fensterläden waren zugenagelt und ließen somit keine Möglichkeit, das Innere des Hauses einzusehen. Doch aus dem Schornstein stieg Rauch auf. Und Selene wurde noch mulmiger zumute. Mina, bleib besser hier draußen und versteck dich irgendwo. Während Mina also fortlief, folgte Selene Hakwa, die bereits um das Haus herumschlich, um zu der Hintertür zu gelangen. Jede Faser in Hakwa war angespannt, als sie die linke Hand auf die Klinke legte, während die rechte mit festem Griff die Axt bereithielt. Sie nickte Selene zum Zeichen zu und drückte dann schwungvoll die Tür auf. Der Raum war nur vom Kaminfeuer erleuchtet und neblig vor Rauch. Eine Gestalt richtete sich in der Ecke des Zimmers in einem Bett auf. Doch noch bevor Hakwa sich brüllend vorwärts und auf Alvinia werfen konnte, durchzuckte ein furchtbarer Hexenschuss ihren ganzen Rücken und ließ sie überrascht japsend vorwärts auf den Boden krachen. Was macht ihr denn hier? Alvinias Stimme klang kraftlos. Sie zitterte am ganzen Leib, obwohl sie in verschiedenste Decken gehüllt war und der heißbrennende Kamin eine fast schon niederhöllische Wärme produzierte. Hakwas schmerzender Rücken machte es ihr schwer, sich langsam und vorsichtig wieder aufzurichten, während sie innerlich vor Zorn bebte. Du verdammtes Drecksstück! Meinst du wirklich, du kannst einfach unseren Gareth entführen und kommst damit durch? Doch wie bedrohlich Hakwa auch sein wollte, einen großen Teil ihrer Einschüchterung verlor sie durch ihre am Boden kauernde, den Rücken stützende Position. Selene trat näher an ihre Seite und warf ihr einen kurzen, unsicheren Blick zu. Geht's, Hakwa? Doch Hakwa missachtete Selene einfach und starrte Alvinia starr an. Rück sofort Gareth heraus! Sie hat ihn mitgenommen, genauso wie das Band. Von wem sprichst du? Alvinia schaute mit wütenden Augen zu Selene herüber. Über ihr Gesicht, hinab zu ihrem Hals, zogen sich Adern aus Eis und verliehen ihr ein wildes, fast schon wölfisches Aussehen. Selene fröstelte. Kyriaka. Und wo ist er jetzt? Woher soll ich das wissen, dumme Riesin? Pass bloß auf, oder ich spalt deinen Schädel. Dann versuch es doch mal. Mit einem wütenden Krummeln schleppte Hakwa sich näher an das Bett heran. Schweiß perlte auf ihrem Gesicht. Was soll das heißen? Wer soll diese Kyriaka sein?
Diese Nagrasch-Lampe hat uns reingelegt. Als Tochter Sador Harias hat sie sich ausgegeben. Ich reiß ihr das verdammte Herz aus dem Leib, wenn ich sie kriege. Ich reiß dein Herz heraus, wenn ich bei dir bin. Hakwa, hör auf. Selene wandte sich wieder an Alvinie. Jetzt sag endlich, was passiert ist. Du hast Garret entführt. Ja, das war ein wenig spontan. Ich wollte nur das Leftansband. Es gehört den Töchtern Satuarias und niemandem sonst. Nicht der vermaledeiten Reiherkirche und sicher nicht ihr. Hakwa bebte noch immer vor Zorn. Nur ihre eingeschränkte Beweglichkeit hemmte sie. Nimm deine blöden Zaubertricks von mir, du dreckige Hexe. Ich denke nicht daran. Was ist jetzt mit Garret? Selene merkte, wie die Ungeduld sie packte. Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich habe ihn zum Tanzplatz gebracht. Seine Schuld, wenn er das Leftansband nicht rausrücken will. Also haben wir ihn bis auf die Knochen durchsucht. Bis auf die Knochen? Wenn ihr ihm wehgetan habt, dann hack ich dir deinen verfluchten Schädel ab und spieß ihn auf den Pfahl. Wir haben ihm gar nichts getan. Wir sind gar nicht dazu gekommen. Dieses kaltblütige Biest hat uns diesen verdammten Fluch auf den Hals gejagt, sich in einen Wolf verwandelt und sich in eurem Freund verbissen und ihr mitgeschleift. Ich habe also keine Ahnung, wo er ist. Wir hatten leider keine Zeit, diese Ausgeburt aus den Niederhöllen zu verfolgen. Dann bring uns sofort hin, mischte sich Hakwa wieder ein. Inzwischen hatte sie es aufgegeben, sich möglichst gefährlich zu machen und hockte so auf dem Boden, dass sie wenig Schmerzen erleiden musste. Unter dem Berg ist ein riesiges Höhlensystem. Sie könnte überall dort sein. Und alle sind sie voll mit Silberwölfen. Viel Glück dabei, unter ihnen Kyaka zu finden. Am besten ihr folgt ihrem widerlichen Dämonengestank. Ist sie eine... Dämonin, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Hat bestimmt einen Grund, dass sie das göttliche Band nicht selbst angefasst hat. Selene schluckte. Wie kommt man in diese Höhlen? Keine Ahnung. Wenn ihr uns auf euren Tanzplatz führt, dann finden wir vielleicht Spuren. Alvinie lachte ein wenig spitz. Ich soll ernsthaft dieses bestialische Riesenweib auf unseren geheimen Tanzplatz führen? Nein, bestimmt nicht. Was wolltet ihr eigentlich mit diesem Band? Alvinie schaute Selene eindringlich an. Ich rede nicht darüber. Nicht vor ihr, meinte sie mit einem Nicken auf Hakwa. Höchstens mit dir allein. Selene spürte, wie Alvinie Magie fließen ließ. Und Alvinias Augen leuchteten purpur auf, nur für Selene sichtbar. Ebenso wie sie wusste, dass ihre Augen im selben Moment aufleuchteten. Eigentlich nutzte man diesen Zauber, um Schwestern zu erkennen. Doch Selene war sich sicher, dass Alvinia schon längst wusste, wer sie war. Ha, vergiss es, bellte Hakwa schon beleidigt und in Selenes Kopf arbeitete es, während sie Hakwa einen Blick zuwarf. Nein, Hakwa, das ist schon in Ordnung. Hakwa starrte sie an, als wäre sie wahnsinnig geworden, mit dieser Schrapnelle allein sein zu wollen. Ich lass dich doch nicht hier mit der. Das ist deine Hexe, Selene. Du siehst doch, was sie mit mir gemacht hat. Warum sollte sie dich verschonen? Selenes Mund wurde trocken. Nein, das war nicht der richtige Zeitpunkt zum Beichten. Alvinias Lippen umspielte ein erheitertes Lächeln und Selene hoffte, dass diese sie nicht verriet. Aber sie tat es auch nicht. Bitte, vertraue mir, Hakwa. Mir wird sie mehr Fragen beantworten als dir. Ich glaube, sie ist nicht direkt unsere Feindin. Nicht mehr. Krummelnd stützte Hakwa sich auf ihre Axt und verließ die Hütte, warf dann Selene noch einen Blick zu. Ich bin hier draußen. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich sofort wieder da. Selene nickte ihr mit einem dankbaren Lächeln zu. Also, was wollt ihr mit dem Lefthansband? Nun, liebe Schwester, du kennst seinen Ursprung. Seine Macht. Wir hatten vor, ein Ritual zu veranstalten, am Tag der toten Marder im Effort. Wir wollten diesen Hurenbock Leftan höchstpersönlich anlocken, um ihn dann mit seinen eigenen Waffen zu binden. Selene starrte sie gebannt an, während Alvinia wie eine Besessene von ihrem Plan erzählte. Abgesehen von Saduaria selbst, wer weiß schon mehr über sie als Leftan? Über ihr Wesen, ihre Gedanken, ihre Vorlieben, vielleicht sogar wo sie sich aufhält? Und nun stell dir diesen notgeilen Bock vor, machtlos, gefesselt mit seinem eigenen Band. Fast wurde Selene bei dem Gedanken schwindelig. Das war doch absolut größenwahnsinnig. Konnte das überhaupt funktionieren? Sie schüttelte entgeistert den Kopf. Das war ihre Idee, oder? Alvinia zog eine Augenbraue hoch. Doch aufgrund ihres ständigen Schüttelfrosts wirkte sie dabei nicht sonderlich herablassend.
Sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, wo wir das Leftansband finden. Ja, vielleicht. Aber nachdem ich so viel riskiert habe, will ich es wenigstens versuchen. Um jeden Preis aber will ich den Plan von diesem eiskalten Miststück durchkreuzen. Nun, ihr wollt das Band, wir wollen Gareth retten. Wenn wir zusammenarbeiten, haben wir viel bessere Chancen. Also, führt uns auf euren Tanzplatz, bitte. Ich werde diese Furie bestimmt nicht an unseren geheimen Tanzplatz führen, also bitte, Selene, das kann nicht dein Ernst sein. Sie wird euch nichts tun, wir wollen doch nur Gareth wieder, flehte Selene sie an. Wie soll ich ihr vertrauen, wenn noch nicht einmal du es tust? Ich vertraue ihr. Oh, das sehe ich. So sehr, dass du deiner liebsten Freundin verschweigst, wer du bist. Selenes Mund war trocken. Das ist nicht so einfach. Ich habe es so gelernt, das müsstest du doch eigentlich verstehen und ich... Doch Selene entschied, dass sie über ihre Freundschaft zu Hagwar sicher nicht mit Alvinia reden wollte. Dann, bitte, schaut selbst nach, ob ihr irgendwelche Spuren findet. Ihr wollt doch selbst Rache an Kiryaka. Die fällt dir doch nicht einfach in den Schoß, während du hier rumsitzt und frierst. Nun gut, ich rede mit meinen Schwestern. Alvinia schälte sich aus ihren Decken und bekleidet in ihrem dicksten Wintermantel, griff sie nach ihrem Kampfstab. Kommt morgen wieder her. Schwermütig nickend drehte sich Selene bereits von Alvinia weg, als diese auf den Dachboden stieg, sicherlich um davonzufliegen. Hagwar schien es langsam schon wieder besser zu gehen. Zumindest ihr Hexenschuss schien deutlich abzuflachen. Das bedeutete nicht, dass sie weniger über Alvinia meckerte. Selene fasste ihr das Wichtigste zusammen und vor allem, dass sie sich am nächsten Tag nochmals mit Alvinia treffen würden. Hagwar schien darüber nicht glücklich, aber einigermaßen zufrieden. Sie warteten noch so lange vor Alvinias Hütte, bis Hagwar wieder problemlos laufen konnte, bevor sie zurück zur Schenke liefen. Wehe ihr, wenn da morgen nichts bei rauskommt. Dann gibt es keine Gnade. Selene öffnete gerade den Mund, um ihr zu antworten, als sich wie aus dem Nichts eine düstere, gewandte Gestalt mit einem tiefen Knurren aus der Dunkelheit schälte. Und noch bevor Selene ein warnendes Wort von sich geben konnte, stürzte sich bereits der Silberwolf in Hagwars Richtung und verbiss sich in ihrem Bein. Selene stolperte ein wenig zurück, während Hagwar nach dem ersten Anfall ihre Axt fester packte und nach dem Wolf ausschwang. Sie traf ihn auch, und mit einem Heulen lockerte er seinen Biss. Doch dieser eine Silberwolf war nur ein Anfang. Immer mehr Wölfe erschienen auf der Hauptstraße, preschten zwischen Häusern hervor und stürzten sich auf die erste sich bewegende Gestalt, die sie erblickten, wild und unzähmbar. Hagwar stellte sich ihnen zum Kampf, und auch Selene kramte aus ihrer Tasche ihren kleinen Dolch hervor, den sie mit Gareth gemeinsam geklaut hatten. Doch die Wölfe konnte sie damit nicht auf Abstand halten. Verzweifelt stach sie mit dem Dolch zu, doch sie hatte viel zu wenig Erfahrung mit dieser Waffe und ein Wolf, angestachelt durch ihre Fuchtel, sprang auf sie zu und biss in ihren Arm. Selene heulte vor Schmerz auf und endlich registrierte auch Hagwar, obwohl sie bereits 3 Wölfe erschlagen hatte, dass es zu viele waren und vor allem, dass Selene größte Gefahr lief, von den Wölfen zerfetzt zu werden. Also traf sie eine spontane Entscheidung und wandte sich von den Wölfen ab. Sie packte Selene, warf sie in einer fließenden Bewegung über ihre Schultern und rannte die letzten Meter zum Wirtshaus, an dem gerade jemand dabei war, die Tür zu verriegeln. »Lass uns mit rein!« schrie Hagwar ihn an und stemmte ihr Gewicht gegen die Tür und drückte dagegen. Sie wurde noch einmal kurz geöffnet und sobald Hagwar in dem Gasthaus war, schlug sie die Tür wieder vor der Nase eines Silberwolfes zu. »Jetzt verriegeln!« wies sie den Wirt an und ließ gleichzeitig Selene von ihrer Schulter gleiten. Diese rang nach Luft. »Nein, Mina! Ich...« »Alles in Ordnung, Selene!« Plötzlich wurde das Pergament vor einem der Fenster zerrissen, als ein toll gewordener Silberwolf durch dieses in das Gasthaus gesprungen kam. Doch bevor alle Fenster geschlossen waren, hatte schon ein zweiter Silberwolf den Weg hineingefunden. Hagwar richtete sich auf und ergriff wieder ihre Axt neben Selene. »Ich muss raus!« Selene war völlig durcheinander und panisch. »Mina ist doch noch irgendwo!« Bänke zerbarsten und Tische wurden umgeworfen. Hagwar gesellte sich zu dem Kampf und mit Hilfe der Orks und anderen wehrhafteren Bürgern Rorquells streckte sie die beiden aggressiven Wölfe nieder. Währenddessen sprang Selene wimmernd auf und der Wirt konnte sie nur mühselig davon abhalten, den Riegel von der Tür zu entfernen und hinauszuringen. »Lass mich! Mina! Ich muss sie suchen! Mina!«